Hallo Menschen, heute möchte ich euch ein kleines Projekt vorstellen, was daher rührt, dass ich mir Anfang des Jahres eigentlich vorgenommen hatte, ein paar mehr Sachbücher zu lesen, da ich die wenigen, die ich las, sehr mochte und das Ganze dann aber trotzdem extrem schleifen ließ. Ich habe mich auch bewusst für Sachbücher entschieden und nicht für Fachbücher, da ich seit meinem Studium eigentlich nichts mehr in diese Richtung las und hoffe, dass mir die Sachbücher vielleicht so ein bisschen in niederschwelligen, populärwissenschaftlichen Zugang wieder einfach allgemein erstmal so zu Non-Fiction liefern werden. Und um der Alliteration willen möchte ich das jetzt im September angehen. Warum ich zu dem ganzen Ding ein Video drehe, hat folgenden Grund. Drei Sachbücher liegen bereits bei mir herum und ich habe aber auch noch eine Liste, eine recht lange Liste an Sachbüchern, die ich irgendwann mal lesen möchte. Ein paar davon möchte ich euch vorstellen und dann hoffe ich, dass entweder jemand von euch von der Liste schon etwas gelesen hat und mir sagen kann, das war wirklich gut, dann würde ich das natürlich vielleicht bevorzugt mir noch kaufen. Oder falls einer von euch sagt, das wollte ich auch schon immer mal lesen, bis September kann ich mir das noch besorgen, dann können wir das natürlich sehr, sehr gerne zusammen lesen. Als erstes möchte ich euch kurz die drei vorstellen, die bereits bei mir herumliegen. Das ist nämlich als erstes Mut zum Leben. Die zwei Autoren habe ich auf der Buchmesse gesehen, als sie das Buch vorstellten und war dort schon extrem berührt. Und auch irgendwie ein bisschen begeistert. Das erzählt von Überlebenden von Auschwitz, wie sie das verarbeitet haben, was sie halt einfach allgemein noch aus ihrem Leben machten, ob sie das eher verdrängen, ob sie das sogar ganz bewusst immer wieder in Erinnerung rufen. Und das klingt sehr, sehr interessant, sehr, sehr erschütternd vielleicht auch. Also ich bin gespannt und ja, vielleicht möchte sie eine mit mir zusammenlesen. Das zweite ist definitiv das populärwissenschaftlichste, was ich jetzt herumliegen habe, und zwar ist das Der Herr der Ringe und die Philosophie. Und bringt halt sowohl Gestalten als auch gewisse Vorgänge im Der Herr der Ringe-Universum mit Philosophieströmungen oder auch einzelnen Philosophen in Verbindung. Und ja, ich glaube, für jemanden, der Philosophie studiert hat, wird es vielleicht nicht so viel Neues sein, aber gerade mit Philosophie habe ich seit meinem Studium überhaupt nichts mehr zu tun. Ich meine, Germanistik, ja, klar, ich arbeite im Buchhandel, ich rede hier die ganze Zeit über Bücher, aber das hier habe ich halt noch mehr schleifen lassen als alles andere an Sachbüchern und dann bin ich vielleicht ganz gespannt, was mir da nochmal wieder so ein bisschen in Erinnerung ruft. Und als letztes hätte ich ja noch Um uns die Toten. Hier berichtet ein Reporter über so die letzten Monate oder Jahre seines Bruders, der an Krebs erkrankt ist und sich letztlich für den Freitod entscheidet. Ich glaube, das ist sehr interessant, vor allem wenn ein Familienmitglied über seinen Bruder eben schreibt. Und bin sehr gespannt, was sie da über dieses Thema zu sagen haben. Ich habe eigentlich auch noch drei Biografien hier liegen, muss aber zugeben, dass ich auf Biografien gerade keine Lust habe. Die werden also in diesen Sachbuch September, also für mich ist es halt einfach auch Non-Fiction, nicht mit reinrutschen, denke ich. Stattdessen möchte ich euch noch ein paar von meiner Liste vorstellen. Los geht's mit so ein paar deutschsprachigen, fast schon Sachbuchklassikern. Da hätten wir nämlich einmal Haben und Sein von Erich Fromm, was mich schon sehr, sehr lange interessiert, und LTI von Viktor Klemperer, der ja auch zurzeit wieder so ein bisschen im Gespräch ist, da seine Tagebücher neu oder überhaupt erstmal gedruckt wurden. Und LTI behandelt die Sprache im Dritten Reich, also wo auch wie es so zu Propagandazwecken genutzt wurde, glaube ich zumindest. Wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gelesen. Die zwei interessieren mich schon länger und vielleicht hat ja einer von euch schon eine Meinung dazu. Dann hätte ich hier noch zwei, die auch eine Weile, glaube ich, mal in den Bestsellerlisten waren. Das eine ist What If, wo der Untertitel uns schon sagt, dass da tatsächliche Wissenschaftler auf eher absurde Fragen antworten. Was ich so schön fand an dem Buch ist, dass da immer mal wieder zwischen den normalen Antworten eine Seite gedruckt wurde mit der Überschrift Fragen, die uns sehr beunruhigten. Zum Beispiel solche Dinge wie, oh, wie werde ich denn eine Badewanne voller Blut wieder los? Und ich glaube, das würde mir halt neben Wissen auch vor allem sehr viel Freude bereiten, glaube ich. Und überlegt habe ich auch noch, ob ich mir Leibniz, Newton und die Entdeckung der Zeit anschauen sollte. Soweit ich weiß, wird dort die Biografie der beiden Herren so also ein bisschen mit Naturwissenschaften, aber auch Gesellschaftsphilosophie in Verbindung gebracht. Also wohl wie überhaupt erstmal so Armband und unser Verständnis von Zeit, von Leben, von Terminen geändert haben. Das klingt auch sehr interessant. Und in eine ähnliche Richtung rutscht Von den Sternen bis zum Tau. Da soll wohl Naturwissenschaften mit Philosophie und Kunst in Verbindung gebracht werden. Klingt alles sehr interessant und ich habe noch jede Menge anderes Zeug. Ein weiteres Beispiel wäre Das Alphabet des Denkens, in dem wohl die Macht der Worte so ein bisschen behandelt wird, aber nicht nur aus linguistischer Sicht, sondern es wird auch mit Psychologie und Hirnforschung in Verbindung gebracht. Und soll wohl so die Verbindung zwischen Sprache und Denken herausfinden, ob man überhaupt ohne Sprache denken kann oder wie so ein Denken aussieht. Und das klang eigentlich ganz interessant.
Genauso wie eine ganze Menge an feministischer Literatur, die ich hier noch stehen habe. Ein Beispiel jetzt einfach mal wäre The Woman Warrior von Kingston. Und hier stehen auch noch ganz viele andere. Vieles, was auch Feminismus noch in Verbindung bringt mit der Hautfarbe, da ich mit so etwas in meinem normalen Leben habe, kaum etwas zu tun hatte und hoffe, dass ich da wenigstens durch die Literatur vielleicht einen Zugang finde und mich etwas informieren kann. Wie gesagt, da stehen unendlich viele auf meinem Blatt hier. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Talking Black von Hook oder Black Feminist Thoughts von Collins. Das sind, glaube ich, immer Sammlungen. Das interessiert mich alles sehr. Und dann noch zwei, die ich mal nennen möchte von meiner unendlichen Liste, sind das andere Berlin, die Erfindung der Homosexualität. Soll irgendwie darauf eingehen, wie die Situation Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin dafür sorgte, dass sich dort halt so eine homosexuelle Subkultur bildete und dass zum Beispiel in Italien, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß, aber so Berlinese ein Synonym für schwul war, dass sich das so entwickelt hat in Deutschland, fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich Homosexualität nicht speziell mit Deutschland immer in Verbindung gebracht habe. Und ein letztes noch, was wohl auch so ein bisschen besprochen wurde, da der Herr Kermani den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewann, wäre zwischen Koran und Kafka. Das ist allerdings sehr dick, also es ist jetzt bestimmt auch immer so eine Entweder-Oder-Frage. Also wenn ich mich für das eine entscheide, werde ich die anderen wohl nicht lesen. Aber hier interpretiert er wohl einerseits den Koran so ein bisschen literarisch und geht andererseits auf gewisse mystische Tendenzen in westlicher Literatur ein und vergleicht die beiden dann oder zeigt auch Unterschiede, zeigt Gemeinsamkeiten, ist einfach so eine Verbindung aus Orient und Okzident, hat er, glaube ich, selber gesagt und fand ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise und jetzt habe ich in dem Video ungefähr 10 Mal interessant, interessant, interessant gesagt. Ist ja auch klar, natürlich möchte ich nur interessante Bücher lesen. Falls ihr mir, wie gesagt, irgendetwas mitteilen könnt, was empfehlenswert ist, was euch selber interessiert, ich habe die Kamera angestoßen, bin sehr gespannt, wie der Monat so wird. Ich werde auch nicht nur Sachbücher lesen, aber falls einer von euch mitziehen möchte, irgendetwas interessant findet, vielleicht auch selber einfach seine Sachbücher, die er zu Hause liegen hat, lasst es mich wissen. Ich bin sehr gespannt. Das habe ich jetzt auch zum zweiten Mal gesagt. Es ist sehr warm. Entschuldigt bitte mein Gebrabbel. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, eventuell auch schon vorher, falls wir zusammen lesen. Bis bald!